In diesem Video geht es um eine Kleinigkeit, die dabei hilft, aktiv zu werden. Und ich bin mir sicher, dass du diese Kleinigkeit auch kennst, dass du von dieser Kleinigkeit schon weißt. Aber ich glaube auch, dass es sich von Zeit zu Zeit lohnt, mal so eine kleine Erinnerung zu bekommen, damit man sich wirklich auf das besinnt, was einem wichtig ist. Hi, ich bin René Träder, ich grüße euch heute aus Rom. Gerade bin ich hier im Forum Romanum, das ist wie so eine Art Freilichtmuseum, weil hier ganz viele antike Überreste sind, sodass man einen sehr, sehr guten Eindruck davon bekommt, wie Rom früher mal aussah. Vor tausenden von Jahren haben hier schon Menschen gelebt, die haben über Politik gesprochen oder über Alltägliches. Sie haben Handel betrieben und sie haben eben Bauten errichtet. Mitgebracht habe ich euch einen Gedanken heute von meinem Lieblingsphilosophen, nämlich Marc Aurel. Er war unter anderem römischer Kaiser. Und viele seiner Gedanken sind überliefert. Und jedes Mal, wenn ich lese, was er geschrieben oder gedacht hat, denke ich, ja genau, also es kann so einfach sein, ein gutes Leben zu haben. Bevor ich dir gleich das Zitat verrate, will ich dich aber dazu einladen, dass du erstmal ganz kurz selbst darüber nachdenkst, was willst du eigentlich erreichen? Also gerade zum Beispiel oder auch ganz grundsätzlich in deinem Leben. Denk mal an deine Ziele, das können kleine sein, das können große sein. Denke auch an deine Vorhaben, gerade an die, die dir immer wieder im Kopf umherschwirren und die du aber trotzdem nicht so richtig umsetzt. Und das können natürlich auch Wünsche sein. Also drücke ruhig gerne kurz auf Pause und nimm dir die Zeit, um nochmal darüber dir klar zu werden, was willst du eigentlich? Mitgebracht habe ich folgenden Gedanken von Marc Aurel. Tu nicht, als wenn du tausende von Jahren zu leben hast. Der Tod schwebt über deinem Haupte. Solange du noch lebst, solange du noch kannst, sei ein rechtschaffener Mensch. Klar, dass wir irgendwann mal sterben müssen, das wissen wir alle, aber mein Eindruck ist trotzdem, dass die wenigsten von uns sich dementsprechend auch verhalten. Und natürlich sollte man nicht in jeder Sekunde des Tages darüber nachdenken, dass man bald sterben kann, dann würde man wahrscheinlich solche Dinge wie Steuererklärung machen oder Klo sauber machen gar nicht mehr machen. Aber ich denke trotzdem, dass es sich total lohnt, von Zeit zu Zeit mal ganz bewusst darauf zu schauen und ganz bewusst darüber nachzudenken und sich vor allem eben auch selbstkritisch zu fragen, ob man denn wirklich etwas dafür tut, dass die eigenen Träume, dass die Ziele, die Wünsche tatsächlich Realität werden können. An welche deiner Vorhaben musstest du gerade denken? Welche Ziele hast du? Welche Wünsche gibt es denn in dir, egal ob privat oder beruflich? Willst du zum Beispiel mal den Jakobsweg gehen oder willst du einen langjährigen Streit beenden und wieder Kontakt aufnehmen zu einem bestimmten Menschen? Oder willst du jemand Neues in dein Leben lassen? Willst du dich beruflich verändern, zum Beispiel mal was ganz anderes machen oder auch eine bestimmte Position bekommen? Oder willst du ein Buch schreiben? Also was ist es, was du gerne willst? Und die spannende Frage ist vor allem, will ich das alles nur? Rede ich darüber immer nur? Denke ich darüber immer nur nach? Oder tue ich wirklich etwas dafür, damit es Realität wird? Wenn wir Dinge immer und immer wieder verschieben, dann machen wir ganz häufig die Umstände dafür verantwortlich. Gerade ist es so stressig, ach, gerade passt es irgendwie nicht, ich habe so wenig Zeit, ich warte lieber auf den perfekten Moment. Ich glaube, diesen perfekten Moment gibt es gar nicht. Aber ich glaube, dass es viele Momente gibt, die wir zu perfekten Startmomenten machen können oder zu perfekten Momenten, um Dinge weiterzuführen. Wir müssen halt einfach aktiv werden. Irgendwann ist es auf jeden Fall viel zu spät, nämlich dann, wenn wir tot sind. Und deshalb lautet diese Weisheit von Marc Aurel, das Leben findet hier statt, im Hier und Jetzt und im Heute. Wenn du dich mit jemandem versöhnen willst, dann kontaktiere diese Person jetzt. Wenn du ein Buch schreiben willst, dann setze dich jetzt an den Rechner. Und wenn du dich beruflich verändern willst, dann aktualisiere deine Unterlagen und schicke Bewerbungen los. Jetzt. Ich glaube übrigens gar nicht daran, dass die Umstände uns wirklich ausbremsen. Ich glaube,
Die größten Hindernisse sind gar nicht im Außen, sondern die sind im Innern. Wenn du merkst, dass du deine Vorhaben nicht beginnst oder gar nicht weiterführst, dann frage dich, was in mir bremst mich eigentlich? Oftmals sind es Ängste, Unsicherheiten und Selbstzweifel. Man hat Angst, dass man scheitert, dass man sich blamiert, was andere denken könnten, was andere sagen könnten. Und dann lässt man es lieber ganz bleiben und man schiebt es auf die Umstände. Ich finde aber, dass es wichtig ist, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Wenn man erkennt, was einen hindert, dann kann man bewusst dagegen etwas tun. Und ich finde übrigens, dass der Gedanke von Marc Aurel uns auch helfen kann, mutiger zu werden und die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, anzugehen, endlich anzugehen. Wenn wir nämlich bedenken, dass wir eben nicht Tausende von Jahren leben werden, dass es eigentlich gar nicht so wahnsinnig lange dauert, bis wir tot sind, selbst wenn dieser Gedanke traurig ist, weil selbst wenn wir nur 100 Jahre leben, dann können wir doch sehr viel mutiger werden. Vielleicht lachen andere über uns, vielleicht scheitern wir auch. Aber na und? Bald schon sind wir gar nicht mehr auf der Erde. Und auch die, die über uns lachen und die über uns vielleicht auch schlecht reden, die werden auch schon bald gar nicht mehr existieren. Bald wird sich gar niemand mehr an uns erinnern. So einfach ist das. Auch wenn es vielleicht ein bisschen negativ und pessimistisch klingt, eigentlich steckt ja in diesem Gedanken Carpe Diem drin. Also nutze den Tag, mach was daraus, setze deine Träume und Ziele und Wünsche um. Du kannst ja gleich mal nach dem Video darüber nachdenken, was kannst du eigentlich im Jetzt, im Hier und Heute dafür tun, damit sich deine Wünsche und Träume erfüllen, damit aus deinen Zielen Realität wird. Und denke dabei vor allem auch in kleinen Schritten. Kleine Schritte sind ganz wunderbar und sie sind vor allem tausendmal besser, als auf der Stelle zu treten. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Freude dabei. Eine gute und achtsame Zeit für dich.